Herzlich willkommen heute wieder zum Lernen der Zukunft Experten-Talk. Und heute habe ich wieder ein besonderes Zuckerl für Sie. Und zwar einen, den Sie schon kennen, wenn Sie regelmäßig bei mir mit dabei sind, wenn Sie gern bei mir mitlesen oder auch schon einen Talk gesehen haben. Und zwar ist es heute wieder der Ben Schulz, seines Zeichens mittlerweile einer der wahrscheinlich renommiertesten Personal Brander, wenn wir von dem sprechen, des Selbstmarketing, des den Menschen in den Mittelpunkt stellens. Und da habe ich heute einiges für Sie und wir werden einiges besprechen, was Sie in seinen Büchern garantiert nicht finden werden. Servus, lieber Ben. Hi. Hi, hallo. Hallo, Andreas. Wir haben ja, wie gesagt, vieles schon besprechen können, schon vor einiger Zeit damals, zu deinem Hintergrund, der du als Pfarrerssohn oder als Pastorensohn in die Welt gestartet bist, über mehrere Unfälle und Hinfälle in deinen Marketingbereich eingetreten warst und dann dahin gekommen, dass du eben den Trainern und Beratern und Coaches Hilfsmittel an die Hand gibst, um erfolgreich am Markt anzukommen. Mhm. Und seitdem ist ziemlich viel passiert, von deiner Seite auch, natürlich auch bei mir, aber wir gehen heute auf dich ein. Unter anderem ein großes Projekt, das du, also ich nehme es als großes wahr, ich glaube bei dir ist es ähnlich, dass du mit dem Edgar Geffroy, seines Zeichens der Mr. Clienting, der mit dem Buch Das Einzige, was stört, ist der Kunde, der digitale Kunde, der Herzenssache Mitarbeiter, Herzenssache Kunde, was auch immer, in diesem Bereich sich bewegt und da eine gewisse Berühmtheit, Bekanntheit sich aufgebaut hat. Mit dem arbeitest du zusammen, ihr seid beide verschiedene Pole, aber könnt es offenbar ganz gut miteinander, habt das mittlerweile in zwei Büchern und einem Kurs niedergelegt. Und in dem Kurs geht es, und das ist im Prinzip der Aufbau des Buches. Das Buch habe ich vorgestellt, das heißt Erfolg ist, braucht ein Gesicht. Genau. Und da geht es vor allen Dingen darum, und das ist in meinen Worten ganz kurz, wie wichtig und wertvoll ist in der heutigen Welt, der jeder kennt, jeden irgendwie im Netzzimmer mit einem Klick, können an jeden rankommen, sich unterschiedlich zu machen, sich in seiner eigenen Art und Weise zu präsentieren, in seiner möglichst authentischen Art und Weise, dazu die eigene Identität zuvor kennenlernen. Das haben wir mit dir, mit deiner Raviolität, die ja schon erarbeitet, oder das kann man sich auch anhand deines wirklich genialen Buches Raviolität erarbeiten, und dann aber auch das nach außen zu tragen. Und da sind wir jetzt bei diesem Schritt. Und sag du mal ein paar, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dieses überhaupt anzugehen, der Edgar und du? Und der zweite Punkt, den ich gern von dir wissen möchte, inwiefern unterscheidet sich sein Zugang von deinem Zugang? Weil ihr diskutiert es ja und findet es dann immer auf einen gemeinsamen Nenner, aber es ist doch ein anderer. Und jetzt gebe ich Ruhe. Alles gut. das Thema Erfolg braucht ein Gesicht ist deswegen entstanden, weil wir, oder ich vor allen Dingen in meiner Arbeit festgestellt habe, wenn ich Menschen vermarkte, es gibt ganz, ganz viele Branchen, wo es weniger um den Faktor geht, was ist eigentlich der Nutzen von dem, was die tun, oder was ist die Dienstleistung, die die anbieten, oder was sind die Produkte, sondern der hauptsächliche, ich sag das mal, Entscheidungsprozess für Kunden sind die Menschen, die diese Dienstleistung und Produkte anbieten. Also ich sag mal so ein Beispiel, habe ich auch in dem Buch geschrieben, warum entscheide ich mich für einen gewissen Facharzt? Warum gehe ich zu einem bestimmten Anwalt? Warum suche ich mir, wenn ich mir eine ausbauen möchte, einen bestimmten Architekten? Warum gehe ich zum Therapeuten A und nicht zu Therapeut B? Ich will es ganz banaler machen. Warum gehe ich morgens an einem Wochenende zu meinem speziellen Bäcker? Mhm. Und das Verrückte ist, wenn man sich das genau anguckt, spielen da Faktoren eine Rolle, wo wir festgestellt haben, der Mensch tickt in besonderen Entscheidungsprozessen einfach anders, als wir meinen, wie das üblicherweise ist, wenn er sich zum Beispiel für eine gewisse Zahnpasta entscheidet oder für ein anderes Produkt. Und, also auch eine Markenentscheidung auf der Art, ja? Auch eine Markenentscheidung. Der Unterschied besteht einfach daran, eine Produktmarke und eine Menschenmarke sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Mhm. Und der Entscheidungsprozess für eine Menschenmarke, für Kunden und Klienten,
sind ganz andere Faktoren, als wie wenn ich mir eine Zahnpasta kaufe. Und das war für uns... Es gibt ja auch die Markenpersönlichkeit, habe ich mal gelesen. Ja, Also das höre ich auch im Studium, so ist ja nicht. Also genau. Branding und so. Aber das, was wir klassischerweise im Studium lernen, also Marketing, BWL in dieser Ecke und, die unterhalten sich ganz stark über das Thema, wie ich Dienstleistungen und Produkte über eine Nutzenargumentation vermarkte. Wie ich eine ganz spezielle Zielgruppenansprache habe. Und da geht es ganz stark um den Faktor, was ist das Bedürfnis draußen im Markt und was muss ich eigentlich anbieten, um dieses Bedürfnis zu stellen. So. Und das Interessante ist, dass es, wenn es um den Menschen geht, dann kann ich das gar nicht, vielleicht könnte, jetzt viel stärker daran, der Mensch ist einfach eine bewegliche Masse, wie eine Knetmasse, die zu jeder Zeit eine Form von Individualität hat, auf die ich einfach eingehen muss. Was wir in diesem Buch gemacht haben, ist Folgendes, und dazu habe ich mir den Edgar rausgesucht, ich kenne Edgar schon sehr lange, angefangen hat unsere, ja mittlerweile heute Freundschaft, muss ich sagen, damals über eine Geschäftsbeziehung, dass ich Edgar beraten durfte. Wir haben uns dann immer mehr und mehr kennengelernt und festgestellt, dass unser beider Denke und Andersdenke und vielleicht auch etwas innovatives Denken gut zueinander passt. Also ich sage immer, man darf uns zwei, glaube ich, nicht für mehrere Stunden in den Raum sperren, da kommt wieder Wahnsinn irgendwie bei raus. Und ich habe zu Edgar gesagt, du lass uns doch mal Folgendes tun. Es gibt genug Fachbücher zum Thema Marketing. Was sind eigentlich die relevanten Fragen, die ich mir stellen muss, wenn es darum geht, dass ich als Mensch zur Marke werde? Und dann haben wir gesagt, du weißt was ich, lass uns eine persönliche Story daraus machen. Lass uns wirklich nichts Fiktives tun, sondern lass uns... Mach mal Storytelling. Genau, lass uns in den Flieger steigen, lass uns ein Kamerateam mitnehmen, lass uns 5 Tage lang uns über diese wichtigen Dinge an unterschiedlichen Orten unterhalten. Und jetzt kommen wir zu der Unterschiedlichkeit. Ja. Edgar ist ein Business-Stratege. Und Edgar ist ganz klar von seiner Denke her, der guckt ganz stark aus der Business-Strategen-Ecke und aus der Kunden-Vertriebsecke. Ja. Und bei mir ist es ganz stark mein Identitätsthema. Da hast du ja mein Herz erobert mit dem, ja. Also das ist auch nach wie vor mein Lebensthema, wo ich festgestellt habe, das zieht sich bei mir wie ein roter Faden durch. Das Thema Identität und natürlich der Ansatz zum Thema Marketing. Mhm. Und diese zwei Pole unterhalten sich in unterschiedlichen, in Dialogen miteinander über das Thema der Mensch als Marke. Mhm. Und dann sind wir zum Beispiel auf so Themen gekommen, was heißt eigentlich Sichtbarkeit? Ja. Was heißt? Zum Teil ist es tatsächlich, wer ist das daheim noch nicht gelesen hat, ziemlich philosophisch, was da auch gesprochen wird, ja. Also man merkt auch, dass ihr jetzt da nicht zwei fade Geschäftsleute seid, die nur irgendwie rationales Zeug diskutieren, sondern da merkt man wirklich, dass auch Tiefe drin steckt, ja? Definitiv. Und jeder von uns hat ja auch ein Stück weit durch seine eigene Story als Marke selber auch zusätzlich auch Dinge erlebt. Und ich erlebe das tagtäglich in meiner Arbeit, wenn ich Menschen zur Marke mache oder verhelfe, dass sie erfolgreich werden mit dem, was sie tun. Mhm. Und dadurch ist das natürlich vollgespickt mit... ich sage das mal, mit Know-how, mit Erleben, mit eigenem Erleben. Und ich sage mal, ich fange an, mir über Fragen Gedanken zu machen, die ich im Vorfeld reflektieren kann, bevor ich diesen Schritt gehe und sage, okay, ich glaube, jetzt will ich ein Business daraus machen oder ich will mich als Marke platzieren irgendwo. Und welche Fragen brauche ich im Vorfeld, mit denen ich mich vielleicht mal auseinandersetzen kann, um für mich auf den Punkt zu kommen, zu sagen, will ich den Weg überhaupt? Weil dieser Weg hat so stark mit mir zu tun und da sind auch Herausforderungen drin. Wenn ich die im Vorfeld weiß oder die mal durchdenke, kann ich vielleicht entscheiden und sagen, vielleicht ist das gar nichts für mich und ich lasse die Finger davon.